Soweit der ADAC Junior Cup und jetzt wird es so richtig heiß im zweiten Rennen der IDM Superbike. 53 Grad die Asphalttemperatur hier auf dem Red Bull Ring. Auf der Pole Position natürlich Michi Ranseder, der Sieger des ersten Laufs. Neben ihm, wir haben es gesagt, nicht mehr Mathis Mirz, sondern nun Erwan Nigon auf der zweiten BMW. Und auf der 4 jetzt auch eine Honda Fireblade in der ersten Startreihe mit Karl Magarić. Viel Spaß, zweites Rennen der Big Bikes mit Edgar Mielke.
und habe dann zum Glück die zwei Wilbers BMW noch abfangen können. Und so ist jetzt leider nur der zweite geworden, aber wir können, glaube ich, zufrieden sein. Es war ein erfolgreiches Wochenende. Vielleicht hat der Druck auch ein bisschen mitgespielt. Wir haben viele Gäste da gehabt und es war brutal. Brutaler Erwartungsdruck da und ich bin froh, dass das Rennen jetzt vorbei ist. The heat certainly made things difficult, but you know, everyone pushed so hard regardless and it was a fantastic result. To be in the same race as well, the front four guys were all in the same race, and yeah, this was fantastic. My bike was a great machine today, and the Wilbers team really put it together. Einen Mann aus Frankreich vom Fanzong Alpha Technik BMW Team, Hervin Nigon. Hervin Nigon also mit seinem zweiten Laufsieg in dieser Saison hier auf dem Red Bull Ring. Und ich habe gehört, er war noch nicht einmal in Österreich. Es ist also nicht nur das erste Mal hier für ihn auf der Strecke, sondern überhaupt bei den Österreichern. Hervin, congrats to a great race. And I heard it's not only your first time on this track, it's your first time in Austria ever. So this must be a great country for you now. That's true. It's unbelievable to win today. I push a lot for my team and my partners. Because it's a big story me to come in IDM, and it's really, really good for me and all my fans, my father also. Okay, I pushed during the race, a pretty good start for me. I push a lot for save the position. Thanks a lot, thanks for a great race. Looking forward to see you in the next races. Also, ich übersetze es mal kurz und knapp. Er war tatsächlich noch nie in Österreich. Es ist ein guter Platz für ihn und es war natürlich ein ganz großartiges Rennen. Eigentlich wollte er nur, in Anführungszeichen, seine Position verteidigen. Und das war ja nun der Platz an der Sonne. Es hat toll geklappt, seine Eltern sind da, zumindest sein Vater. Und er hat sich natürlich gefreut, ihnen auch diesen Sieg hier schenken zu können. Ja, er freut sich, der Franzose. Wir machen kurzen Boxenstopp, sind gleich zurück. Dann gibt es mehr Action, unter anderem mit den Gespannen. Also, bis gleich.